Subversion, Sabotage und Selbstsucht zeigten die Mächtigen auf der UN-Klimakonferenz. Zur Halbzeit des Treffens in Glasgow ziehen Umweltaktivisten eine düstere Bilanz. Neueste Prognosen zeigen, sollten alle Staaten ihre bisherigen Zusagen für das Jahr 2030 einhalten, dann steuert der Planet auf eine Erwärmung von 2,4 Grad bis 2100 zu. Größter Bremser bleibt laut Klimaschutzindex Australien. Die Regierung dort setzt weiter auf Kohle. Dank Indiens und Chinas Kaufrausch erzielen die Minen Rekordgewinne. Hayden Laurie kommt gerade von der Schicht. Seit 12 Jahren arbeitet er in Kohlebergwerken. Früher waren Männer wie er das Sinnbild des stolzen Australiers, das Rückgrat der Nation. Doch nun gilt Kohle als Klimakiller. Ich gehöre nicht zu denen, die bestreiten, dass Kohle etwas mit dem Klima macht. Das ist so. Aber ich verdiene damit mein Geld, solange es geht. Schlechter Ruf hin oder her, das ist nun mal mein Leben. Yeah, bad reputation or not. It's where I am. Seine Heimatstadt Singleton im Hunter Valley. Sie lebt im Rhythmus der Züge mit den endlosen Waggons. Alle 15 Minuten rattern 10.000 Tonnen Kohle hier vorbei. Wenn Hayden nach Hause kommt, muss er sich gleich erst mal um seine beiden kleinen Kinder kümmern. Heute unterstützt ihn seine Mutter Jean. Haydens Frau arbeitet noch, auch in der Kohlemine, als Truckfahrerin. Beide haben Gehälter, die rund 30% über dem australischen Durchschnittseinkommen liegen. Das erlaubt es uns, in einem schönen Haus zu wohnen und schöne Autos zu fahren. Wir können uns was leisten und trotzdem Geld auf die Seite legen. Und außerdem können wir die Kinder in gute Schulen schicken. Fast alle Freunde und Bekannte arbeiten auch in den Gruben rund um Singleton. Doch seitdem selbst die Stadtverwaltung in Solarenergie investiert, glaubt er, dass die Tage der Kohle gezählt sind. Auch wenn Australiens Regierung nach wie vor fester Verbündeter der Kohleindustrie ist. Es ist unausweichlich, dass sich etwas ändert. Wir werden nicht ewig so weitermachen können. Wenn es soweit ist, müssen wir zusehen, dass wir darauf vorbereitet sind, dass wir nicht einfach ohne Jobs dastehen. Doch Klimakrise hin oder her, noch boomt die Kohle. Die Kraftwerke im Hunter Valley unter Volldampf, als gäbe es keinen Morgen. Das schwarze Gestein ein Exportschlager, vor allem Indien und China im Kaufrausch. Denn australische Kohle hat einen sehr hohen Brennwert. Die Förderbänder surren, die Minen erzielen Rekordgewinne. Nur ein paar Kilometer entfernt liegt die grüne Oase von Farmer Ross Clydesdale. Er hasst Kohle. Als er mit der Farm in Geldnot war, hat er auch mal in den Minen gearbeitet. Doch jetzt macht es ihm Angst, dass die australische Regierung die Kohleförderung noch anheizt. Wenn wir vor Jahren angefangen hätten, nach und nach umzurüsten, wären wir jetzt in einer anderen Situation. Australien ist zur Lachnummer der Welt geworden, auch wenn das viele Leute nicht sagen, sie denken das. In Städten wie Singleton aber sind die Minen nach wie vor ein Garant für Wohlstand. Die Kohlefirmen sponsern hier Clubs, Gemeindezentren, Musikfeste. Und das wird vorerst auch so bleiben, glaubt man hier bei der Lokalzeitung The Hunter River Times. Herausgeber Shane Davy sagt, es sei großartig, in erneuerbare Energien zu investieren. Aber er vermisst dabei den Realitätssinn. I just think that that's a pretty ambitious target to re-engineer. Ich halte das für ein ziemlich ehrgeiziges Ziel, die gesamte Energieversorgung der Welt in 8, 10 oder auch 20 Jahren umzustellen. Nennen Sie mich da gern einen Skeptiker. Call me a skeptic on that. In absehbarer Zeit wird Kohle wichtig bleiben, damit unser Gesellschaftssystem weiter funktioniert. Coal will play an important role in making sure society continues to function. Zurück bei Hayden. Er baut sich zwischen Kohlemine und Bügelbrett ein zweites Standbein auf. Seit einem halben Jahr entwirft er Cappies mit Aufschriften im Slang der Kohlearbeiter wie "Beiß dich durch" und promotet sie bei TikTok. So it's not just mining. So
Die Sprüche funktionieren auch für andere Industriebranchen. Wenn nötig, kann ich das auch anpassen. Die Slogans stehen für das Denken der Arbeiterklasse. Und die wird es immer geben. Haydens Kollegin Gemma macht den Cappy-Test. Auch sie arbeitet in der Mine, hofft aber auf eine Karriere als Sängerin. Bei Social Media promoten sich die beiden gegenseitig und haben damit längst eine Zukunft jenseits der Kohle im Blick. Hoffentlich bekommen zumindest die Älteren irgendwann eine gute Abfindung. Sie kennen ja nichts anderes. Mit der Kohle haben sie Familien gegründet und unterstützen jetzt noch ihre Enkelkinder. Gemma singt über 12-Stunden-Schichten, Durchhaltevermögen und Stolz. Sie und Haydens sind vorbereitet auf das Ende der Kohle. Doch schaut man sich den wachsenden Energiehunger der Welt an, könnte das weiter entfernt sein, als die beiden das derzeit für möglich halten. Und ich spreche mit Werner Eckert, der für uns den Klimagipfel in Glasgow beobachtet. Das also, was wir gerade gesehen haben, ist ja ein Beispiel, dass es auch um den Verlust von Arbeitsplätzen geht bei diesem Klimagipfel. Welche Rolle spielt der Strukturwandel bei den Gesprächen? Das spielt eine große Rolle. Was wir in Deutschland kennen, dass das nämlich auch ein Umbauprozess ist, der auf der einen Seite Arbeitsplätze kostet, auf der anderen neue schafft und dass das nicht die gleichen sind, das ist auch hier ein Problem. Man spricht von Just Transition, also einem gerechten Übergang. Und alle Staaten haben das auf dem Schirm, denn alle, jedenfalls in den demokratischen Ländern, wollen ja wiedergewählt werden und müssen deshalb solche Dinge logischerweise beachten. Und das tun sie dann auch. Und deswegen ist das auch hier ein Thema. Stichwort Gerechtigkeit. Wie sieht es aus mit den Zahlungen an die Länder, die den Klimawandel nicht verursacht haben, aber am meisten darunter leiden? Genau, das ist ein Dauerthema. Seit 2009, seit Kopenhagen, haben die Industriestaaten grundsätzlich zugesagt, dass sie pro Jahr ab 2020 $100 Milliarden mobilisieren wollen. Also nicht schenken, aber das können auch Investitionen sein. Aber das Geld soll in Länder fließen des ärmeren Südens in Form von Anpassungsmaßnahmen und in Form von Vermeidungsmaßnahmen für Klimagase, also zum Beispiel moderne Kraftwerke, moderne Energiestrukturen. Das ist nicht erfüllt. 80 Milliarden sind es zuletzt gewesen. Erst 2023 wird man diese Summe erfüllen. Das kriegen die Industriestaaten ganz platt gesagt hier aufs Brot geschmiert. Es geht aber auch schon um die nächste Runde, denn nach 2025 werden die Zahlungen deutlich steigen sollen und müssen. Die Entwicklungsländer machen insgesamt geltend, dass man sich eigentlich mehr am Bedarf als an der Willigkeit der Industriestaaten orientieren sollte. Und der Bedarf, den beziffern sie mit 2 bis 3 Billionen pro Jahr. Und da scheint ja recht wenig Bewegung drin zu sein. Umweltaktivisten haben überhaupt den Eindruck, dass es viel zu langsam vorangeht. Stimmt das? Nun, wenn man sieht, was diese Konferenz kann und wofür sie gemacht ist, dann erfüllt sie, was sie tun soll. Sie bildet einen Rechtsrahmen für staatliches Handeln beim Klimaschutz. In Paris im Abkommen haben die Staaten ja zugesagt, dass sie freiwillig so viel tun, dass man gemeinsam die Temperaturerhöhung auf nur 1,5 Grad beschränken kann. Das funktioniert nicht. Das haben wir heute gerade wieder vorgerechnet gekriegt. Neueste Analyse dessen, was auf dem Tisch liegt, an wirklich belastbaren Zusagen bis zum Jahr 2030. Da kämen wir derzeit auf 2,4 Grad Temperaturerhöhung. Voriges Jahr, bevor man die neuen Zusagen gekriegt hat, waren wir bei 2,7. Also da gibt es durchaus ein wenig Bewegung, natürlich viel zu wenig gemessen am eigentlich erklärten Ziel. Das ist wahr und mit dieser Diskrepanz lebt die Konferenz. Verantwortlich dafür aber noch einmal sind die Länder zu Hause, die die Klimaschutzpläne aufstellen und hier mit den Zusagen herkommen oder eben mit ungenügenden Zusagen herkommen. Gibt es denn zurzeit erkennbare Tendenzen einzelner Staaten, mehr zu tun? Das ist eine berechtigte Frage, denn alle 5 Jahre, so steht es im Paris-Abkommen, werden die Staaten wirklich offiziell mehr einreichen sollen, zumindest. Das haben die meisten getan. Die Europäische Union hat ja auch tatsächlich mit dem Green Deal einen großen Schritt gemacht. Die USA sind einen großen Schritt vorangegangen unter Joe Biden. China hat zumindest für Mitte des Jahrhunderts Klimaneutralität in etwa angekündigt.
Aber das ist eben nicht genug unterm Strich. Vor allen Dingen diese 2030er-Ziele sind bei vielen Staaten viel zu wenig und viel zu unkonkret. Und eigentlich stehen erst in 5 Jahren dann Verschärfungen an. Klimaschützer sagen hier und auch viele betroffene Staaten, das muss viel häufiger erfolgen. Wir müssen einen Mechanismus finden, der dazu führt, dass die Staaten jährlich mindestens Rechenschaft ablegen müssen und erklären, dass sie eben das Ziel nicht erreichen. Grundsätzlich hat jeder Staat die Möglichkeit, jederzeit mehr Klimaschutz anzukündigen und hier auch als Vertragsbestandteil zu hinterlegen. Eine Erderwärmung von 2,4 Grad bis zum Jahr 2100. Wie wirken sich diese düsteren Prognosen auf die vielen Gespräche in Glasgow aus? Macht sich da auch sowas wie Frust breit? Ja, ich glaube schon, dass hier viele, die das seit Jahren machen, auch das Gefühl haben, dass das zu langsam geht. Also auch von den Delegierten, nicht nur die Demos draußen, sehen das so. Es geht zu langsam natürlich und sehr viele sind damit auch hier unzufrieden. Allerdings gibt es eben einen klaren Handlungsrahmen. Die Konferenz kann, wie gesagt, sowieso nur das Drumherum organisieren. Und die Delegierten, die vielleicht viel klimabeseelter sind als ihre Regierungen zu Hause, leiden darunter, dass diese Regierung, und das gilt ja auch in Deutschland, natürlich Rücksicht nehmen auf Mehrheiten bei den Wahlen und nicht allzu unpopuläre Entscheidungen treffen wollen. Und das ist das Problem wieder bei der Gerechtigkeit. Es ist furchtbar schwierig, das so zu gestalten, dass niemand dabei verliert. Das ist fast unmöglich. Also es wird auch sicherlich Betroffene geben dieses Umbaus der Industrie und der Wirtschaft. Und das ist sehr schwer auszugleichen. Und deswegen tun sich die Staaten so schwer, schneller voranzugehen. Wohlwissend, und ich denke, das wissen alle, dass es zu wenig ist und dass man viel mehr tun müsste. Die Hoffnung ist, wenn die Wirtschaft jetzt, wie das seit Paris der Fall ist, stärker sich engagiert in diesen Klimaschutz und mittut, dann wird es auf Dauer leichter werden. Und dann werden vielleicht auch die Ziele leichter nachgeschärft werden können. Werner Eckert, vielen Dank nach Glasgow.